Wenn wir heute Abend, liebe Schwestern und Brüder, auf unseren Tag zurückschauen, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, diesen Tag, diesen Montag. Wenn wir den, wie wir das vielleicht einmal gelernt haben, ein wenig Revue passieren lassen, später noch im Laufe dieses Tages. Dann muss immer eine Frage sein, die wir uns als Christen vorlegen. Das geht immer sehr schnell, dass wir dann sozusagen die Sündhaftigkeit abfragen. Das ist auch ein wichtiges Kriterium. Aber das Wichtigste vielleicht ist, wo hat dieser Tag, etwa heute, seinen konkreten Halt gehabt, seine Orientierung? Oder waren wir wie so oft getrieben, haltlos und dann als Konsequenz verzweifelt, orientierungslose? Der erste Petrusbrief gibt uns mit seinen Versen am Beginn eine ganz großartige Vorstellung an die Hand zur Hilfe, wie diese Orientierung aussieht. Die kommt uns vielleicht deshalb so fremd vor, weil wir uns inzwischen in allen kirchlichen Belangen, wenn ich recht sehe, so weit davon entfernt haben, dass das für uns gar nicht mehr in Frage kommt. Er hat uns in seinem großen Erbarmen, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, so schreibt der Apostel, die eine Übersetzung sagt hier neu geboren, man kann genauso gut übersetzen, er hat uns neu gezeugt. Also er hat uns in ein neues Leben hineingebracht, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben. Das ist nicht irgendwie so ein, die Hoffnung stirbt zuletzt, Prinzip Hoffnung, wie das dann immer heißt, das sind ja immer alles nur, wenn man so will, jüdisch-christliche Anleihen, die dann gründlich durch die Säkularisierungswaschmaschine gegangen sind. Die sind eigentlich immer im Ursprung her christlich. Damit wir etwas empfangen, sagt der Apostel, etwas Unzerstörbares, etwas Makelloses, etwas Vergängliches. Und das ist wie ein Erbe im Himmel für uns hinterlegt. Das kann uns überhaupt niemand wegnehmen. Das ist durch die Auferstehung geschehen und weil wir durch die Taufe zu Christus gehören, gibt es da keine Distanznahme. Es kann niemand dazwischen. Das ist der Gedanke, den wir eben in der Vesper im Hymnus gesungen haben. Als Christus auf zum Himmel stieg, gibt er uns das Maß. Das Maß kommt nicht von uns, es ist nicht unser Maß. Und die Kirche ist nicht unser Maß. Man müsste das überall hindrucken und an Transparenten überall draußen auf die Kirche hängen, damit wir das endlich verstehen. Dass es nicht um unser Maß geht, um unser klein kariertes Ding, wo Millimeterpapier ein Weidegatter dagegen ist. Sondern es geht um das Maß, das von oben kommt. Und das Maß von oben, wir haben das eben in der Vesper gesungen, was unten ist, gewinnt an Wert, weil Heil ihm aus der Höhe kommt. Das ist der Wert. Das ist die Folge. Das ist das, was der Apostel uns hier am Beginn des ersten Petrusbriefes sagt. Der Orientierungspunkt ist oben, in dem, was Gott für uns getan hat in Jesus Christus. Das ist wie eine Erbschaft hinterlegt, die nicht wegschmelzen kann, die kein Aktienabsturz zerstört oder sonst irgendetwas passiert, das ist unzerstörbar und es ist makellos. Warum also unseren Tag nicht morgens genau daran festmachen? Warum das, wie wir als Kirche leben, nicht daran festmachen? Das Evangelium erzählt uns ein Beispiel über einen tadellosen Mann, der hält alle Gebote. Aber letztendlich schafft er es nicht, das aufzunehmen, was Jesus ihm hinhält. Wenn er ihn am Anfang gleich ein wenig verunsichernd fragt, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Da ist wieder die Orientierung nach oben, auf Gott hin, auf seine Güte, auf sein Gutsein, auf sein unzerstörbares, makelloses Gutsein. Aber leider ist dieser junge Mann nach unten orientiert, trotz aller Gebote, die er hält. Er klebt an dem, was er hat,
wie wir immer in der Gefahr stehen. Und da geht es gar nicht so sehr unbedingt nur um materielle Reichtümer, natürlich auch das, sondern es geht um das, wer wir sind, wie wir uns vorstellen, wie wir wirken wollen. All das alles sind Reichtümer, die uns nach unten ziehen, die Orientierung nach oben so verdammt schwer machen, wie Jesus sagt. Wir sollten uns das vielleicht nicht nur am Abend eines Tages, wenn wir zurückschauen, sondern wenn wir den Tag vor uns haben. Wie wäre es zum Beispiel mit morgen früh? Wenn wir uns das aus dem ersten Petrusbrief, aus dem Einleitungsteil in Erinnerung rufen. Dass wir in ein neues Leben hineingezeugt sind und durch die Auferstehung Christi eine unverlierbare Erbschaft haben, nach der wir uns sehnen dürfen, ausstrecken dürfen und die uns hier schon prägt. Und dann wird trotz aller Betrübnisse, von denen der erste Petrusbrief nicht schweigt, dann wird ein Jubel in unserem Herzen aufsteigen, von dem der Apostel hier spricht. Vielleicht werden wir heute Abend in der Rückschau merken, dass dieser Tag auch nicht unbedingt so ein großer Jubeltag war. Wir haben wieder über dies oder jenes eher gemeckert oder gestöhnt oder wie wir das so oft tun. Und wir meinen manchmal zu Recht. Aber wir sollten uns fragen oder vornehmen, ob morgen früh nicht die rechte Orientierung, wie uns der Apostel hier hilft, wie uns Jesus im Evangelium ruft und sagt, ob es nicht dazu führt, dass wir an den kommenden Abenden etwas mehr Freude empfinden, weil es nicht von uns abhängt, sondern von dem Maß, das von oben kommt.